Kann man Querdenken verbieten und sollte man es? Ob man sollte oder nicht, das sollen Politiker entscheiden. Wir klären einfach mal die rechtliche Lage dazu. Da hatte mich Detektor FM heute interviewt und bringt das heute im Podcast und in einem anderen Format heute. Beleuchten wir trotzdem hier die Fragen nochmal aus der rein rechtlichen Sicht. Wir kennen Verbotsverfahren aus der Presse, aus den Medien, vor allem wenn es um Parteien geht. Und da hat es den Eindruck, das ist ganz schön schwierig und aufwendig. Bei der NPD hat es nicht funktioniert. Das muss vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden. Bei Vereinen ist das nicht so schwierig, weil da sieht das Vereinsgesetz in § 3 ein Verbotsverfahren vor. Dafür sind zuständig entweder die Länder oder der Bund und dort der Bundesinnenminister. Und dann gibt es immer wieder die Nachrichten, was Herr Seehofer gerade wieder verboten hat. Oft sind das extremistische, islamistische Vereine, die dadurch einen Regierungserlass verboten werden. Das Vereinsgesetz sieht also vor, dass Vereine darüber reguliert werden. Aber die Frage ist natürlich, haben wir überhaupt einen Verein? Ist Querdenken ein Verein, der unter dieses Gesetz fällt? Und die Antwort ist ja, das würde es. Der Begriff des Vereins ist nicht beschränkt auf die eingetragenen Vereine, sondern auch ein nicht eingetragener Verein oder irgendeine andere Zusammenkunft kann als Verein im Sinne dieses Gesetzes gesehen werden, sofern es sich um eine Vereinigung handelt, bei der sich eine Mehrheit natürlicher oder juristischer Personen für längere Zeit zu einem gemeinsamen Zweck zusammengeschlossen haben. Das löst allerdings noch nicht das Problem, haben wir es mit einem oder mehreren Vereinen und Bewegungen zu tun. Denn Querdenken ist ja einerseits zentralistisch und andererseits dezentral organisiert. Wir haben auf der einen Seite Querdenken 711 aus Stuttgart, geführt von Herrn Ballweg. Von dort aus werden Regelungen, Direktive ausgegeben, auch an die regionalen Gruppen. Zum Beispiel wird die Nutzung des Logos aus Stuttgart heraus gesteuert. Die entsprechenden Vorwahlnummern mit dem Begriff Querdenken wurden von Herrn Ballweg registriert, geschützt. Und wir haben in Berlin ja letztes Jahr gesehen, dass aus Stuttgart heraus auch entschieden wird, wer das Logo verwenden darf, wer also die regionale Bewegung sein darf. Insofern spricht einiges dafür, dass wir es mit einer zentralen Bewegung aus Stuttgart zu tun haben, mit weiteren Ablegern jeweils in den Regionen. Die genaue Zugehörigkeit, wer also Mitglied ist oder nicht, ist manchmal schwierig, aber darauf kommt es für einen Verbotsantrag nicht unbedingt an. Die Frage gleichwohl bleibt, was würde ein solches Verbot bewirken und sind die Voraussetzungen dafür überhaupt gegeben? Also § 3 regelt den Verbot eines Vereins. Da steht also drin, der Verein darf nur dann verboten werden, wenn festgestellt wird, dass die Zwecke des Vereins oder die Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen, eine Möglichkeit, oder dass der Verein sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder drittens den Gedanken der Völkerverständigung richtet. Also eine der drei Bedingungen muss erfüllt sein. Den Strafgesetzen zuwiderlaufen, das ist ganz schön weitreichend, also da kommt man ziemlich schnell hin. Es reicht allerdings nicht aus, dass nur einzelne Mitglieder sich gelegentlich strafrechtlich relevant verhalten, sondern es muss quasi sein, die Tätigkeit und der Zweck des Vereins. Würde Querdenken, und würde man so feststellen, beispielsweise darauf hinauslaufen, bestimmte Gesetze, und zwar nicht nur Verordnungen, zu unterlaufen, zu boykottieren, wie beispielsweise falsche Gesundheitsatteste auszustellen, wenn das so wäre, dann könnte das ein Ansatzpunkt dafür sein. Versammlungsgesetze sehen durchaus auch Strafnormen vor, wobei, auch da muss man sagen, die haben natürlich sich vorsichtig verhalten in letzter Zeit und sich eher im Bereich von Ordnungswidrigkeiten bewegt. Also ein Herr Ballweg selbst hat dann nicht mehr zur Teilnahme an einer verbotenen Versammlung aufgerufen, sondern kurz vorher es als Kapitulation des Staates und großen Erfolg verbucht, dass die Demonstration in Berlin verboten wurde. Aber bei genauerem Hinsehen wird man wohl schon auch verschiedene Strafnormen finden, die durch die Organisation immer wieder verletzt wurde, jedenfalls wenn man das möchte. Macht es Sinn? Wann lohnt sich ein Verbot von einem Verein? Vor allem dann, wenn man eine Struktur hat, die man auf diese Weise zerschlagen will. Wenn man zum Beispiel ein Vermögen des Vereins oder Immobilien beschlagnahmen möchte und wenn man glaubt, dass man damit tatsächlich die schädliche Bewegung bekämpfen kann.
Das wird bei Querdenken vermutlich nicht der Fall sein, weil Querdenken ist nicht angewiesen auf jetzt eine bestimmte Infrastruktur oder gesammelte Gelder oder eine besondere Internetseite, die man nicht auch sofort wieder neu aufbauen könnte. Insofern wäre ein Verbot wohl eher ein politisches Zeichen. Damit könnte der Staat sagen, ich mag euch nicht, ich will euch verbieten, ich sehe euch als feindlich an. Aber ob das politisch so klug ist, ist natürlich wieder eine ganz andere Frage, weil der Vorwurf, dass man auf diese Weise politische Gegner versucht auszuschalten, mundtot zu machen, der lässt sich natürlich nicht ganz von der Hand weisen, wenn nämlich die strafrechtliche Gefährlichkeit nur vorgeschoben ist und gesucht wird. Effizienz der Maßnahme durchaus auch fraglich, wie schon angedeutet, Querdenken besteht eben nicht aus einer festen Infrastruktur, auf die der Staat Zugriff nehmen könnte. Ich glaube, dass es nicht nötig ist, Querdenken zu verbieten, weil sich die Bewegung im Grunde genommen von selbst zerläuft. Wir sehen zwar anscheinend eine Radikalisierung, was daran liegt, dass jetzt nur noch der Kern sichtbar ist. Die Leute, die früher durch Querdenken angesprochen wurden, aus der allgemeinen bürgerlichen Mitte oder vielleicht auch dem einen oder anderen Randbereichen, die also zu Millionen oder Hunderttausenden zu Demonstrationen gefahren sind, die lassen sich heute nicht mehr mobilisieren. Und das, was übrig geblieben ist, ist ein harter Kern, der deshalb auch immer radikaler aussieht. Vielleicht war er es schon vorher. Manche Leute haben sich tendenziell tatsächlich auch ein wenig verändert und radikalisiert. Aber es werden natürlich auch immer weniger und sie haben nicht einen großen Rückhalt. Also wenn die dann rufen, wir sind das Volk, dann klingt das natürlich einigermaßen lächerlich, weil sie sind nicht das Volk, sondern sie sind einfach ein Teil des Volkes, das schon. Und das ist etwas, womit die Demokratie eigentlich umgehen könnte und müsste. Der Diskurs auf sachlicher Ebene ist nicht immer so ganz einfach, aber das Mittel eines Verbotes sollte man eher dort anwenden, wo tatsächlich eine gefährliche Struktur entstanden ist und nicht einfach nur eine lästige Minderheit.